Die dritte Staffel der Netflix-Serie Outer Banks wurde sehnlichst erwartet und ist nun endlich da. Darin dreht sich wieder alles um die Abenteuer von John B., Sarah und Co. auf ihrer Suche nach einem verlorenen Schatz. Wie hätte es anders kommen sollen, verliebten sich die beiden Hauptcharaktere ineinander und das nicht nur vor der Kamera. Bei Chase Stokes und Madeline Klein funkt es auch privat. Allerdings hielt die Liebe nicht lange an, denn nach nur einem Jahr Beziehung war Schluss. Zu diesem Zeitpunkt standen die Dreharbeiten zur dritten Staffel aber noch bevor. Waren diese für die beiden Stars deshalb unangenehm? Laut Madeline Klein nicht. Zwar sei es in gewisser Hinsicht seltsam gewesen, doch das Ex-Paar wollte das Ganze professionell angehen. Wir haben immer gesagt, dass die Arbeit unantastbar bleibt, erklärt sie im Interview mit Cosmopolitan. Wer aber trotz Trennung auf ein mögliches Liebescomeback von Madeline und Chase hofft, wird bitter enttäuscht. Die Blondine gibt im Interview nämlich zu, dass sie ihr Herz wieder neu vergeben hat. Wer der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite ist, verrät sie nicht. Ich weiß nur, dass er mich unglaublich glücklich macht, so Madeline. Auch Chase Stokes soll inzwischen eine neue Freundin haben. Vielleicht dürfen Fans wenigstens bei Outer Banks auf ein Happy End von John B. und Sarah hoffen.